Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir, Pyronik. Heute ein Unboxing über einen Gewinn, den ich bei dem Kanal Pyro 1988 Pyro und der Pyrofee gewonnen habe. Und zwar habe ich dann den dritten Platz erreicht. Und da wollte ich euch einfach mal das Unboxing davon zeigen. Und ja, dann machen wir mal das Paket auf. Und als allererstes kommt jetzt hier ein Zettel entgegen. Schauen wir mal, was da steht. Herzlichen Glückwunsch, du hast den dritten Platz gewonnen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit dem Gewinn. Vielen Dank. Euch verlinke ich natürlich auch in der Videobeschreibung. Und müsst ihr einfach mal abchecken, das sind richtig nette Leute. Haben auch einen super Kanal, machen gute Videos. Und ja, gefällt mir einfach. Ja. Machen wir mal das ganze Sperrmaterial hier raus. Ganze Füllmaterial. So, fangen wir mal mit dem ganz großen hier an. Einmal das Golden Star von Diamond. Jawohl, jetzt habe ich noch eins. Ich hatte ja einen Golden Star und einen Blue Star zu Silvester. Und die Teile sind einfach hammergeil. Und dass ich jetzt noch eins habe, bevor sie ja jetzt verboten werden, ist einfach nur richtig geil. So, dann haben wir hier eine Tüte. Mach ich mal kurz auf, wenn ich sie aufbekomme. Ah, sieht doch ganz schlecht aus. So. Dann halten wir hier mal rein. Haben wir hier noch China Böller D von Vico. Corsair Cover. Richtig cool mit P2 Nummer, also noch ein ganz bisschen älter. Dann Funke Super Burner 2. Richtig geile Teile. Muss man einfach mal gehabt haben. Ich hatte zwei Packungen dieses Jahr. Und jetzt noch eine dritte zu haben, ist natürlich auch richtig geil. So, dann eine Sache, auf die ich mich mega freue. Whistling Thunder Kong. Ich hatte noch gar keine Thunder Kong. Nur die Thunderblock 16 mal, diese Batterie von Leslie. Aber ansonsten noch gar keine von dieser Edition, sage ich mal, von dieser Reihe. So, wenn wir dann weiter gucken. Flashbang von Weko. Dann noch ein Weko Cubic Thunder, sage ich schon. Hier ein kubischer Kanonenschlag. Ihr hört es vielleicht, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe mich mega gefreut, dass ich gewonnen habe. Vielen Dank hier nochmal an euch beide. Dann ein Nico Flashbang. Endlich halte ich mal einen in der Hand. So geil, die Teile. Ich habe sie nie bekommen, weil sie ja 1.3G sind beim Versand. Und bei mir in der Nähe gibt es keine Abholstation von irgendeinem Versandhandel, beziehungsweise es gibt auch keinen gescheiten Fachhändler, der die verkauft zumindest. Und ja, da bin ich jetzt echt mal froh, welche zu haben, beziehungsweise eine zu haben. Dann zwei Packungen Moskitos, auch richtig geile Teile, muss man mal getestet haben. Gehören einfach ab sofort immer bei mir an Silvester mit dazu. Dann noch ein Doppelknall, haben mir eigentlich auch ganz gut gefallen an Silvester. Ist jetzt nicht so besonders, aber ich finde es witzig, dass die manchmal auf Boden zerlegen. Und ja. So. Dann noch ein Bengalfeuer von Nico in Rot. Die haben mal alle auf meinem Kanal getestet. Aber trotzdem wieder eins zu haben, ist richtig geil. Ich hatte mir bei der Cut1 Bestellung, die ich vor kurzem getätigt hatte, keine mitbestellt. Deswegen ist es richtig gut, dass ich jetzt noch eins habe. Und als allerletztes ein The King. Richtig geil, hatte ich auch noch nie. War ich bisher immer zu geizig, muss ich sagen, 2 Euro für einen Böller auszugeben. Aber jetzt habe ich mal einen und den muss ich auf jeden Fall mal testen. Richtig geil. Ja, und das war's dann auch. Die Tüte ist leer. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Gesamtübersicht.